Gut so, Benni, hast du gut gemacht. Da muss man einfach auch mit dem kompletten Sortiment der Elektrowerkzeuge auch mal bekannt machen. Was ich auch besonders gut finde, ist halt, dass tatsächlich alle elektrischen Geräte keine Schnur haben. Du siehst aber nirgendwo einen Akku. Ne? Ist einfach bloß, ist kein Kabel dran. Hast du ja schon mal den Telefon irgendwie vorhin gehabt. Naja. Der Schrottplatz. Donnerstag 14.18 Uhr, 88,95 mm Niederschlag. Also die Dienstwaffe würde ich jetzt nicht im Auto lassen. Ich hätte es auch mit dir noch an seiner Stelle, aber okay. Ja, ob's da jetzt eine fesche Sonnenbrille. Hey, Weißbrot! Was willst du denn hier? So, dann haben wir mal Talk. Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Ja. Ja. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben, wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Jackie! Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen? Jetzt verpiss dich. So, dann wollen wir mal nachschauen, ob wir hier nicht doch irgendwie einen blauen Malibu finden. Blut. Warum ist hier Blut? Stroh, warum liegt hier Stroh? Was haben wir da? Brechstange. Reifenspuren. Okay. Die gleiche Reifenmarke wie beim gesuchten Auto. War das Auto des Mörders hier? Mhm. Was hat er jetzt aufgesucht gerade? Auf dem Tisch? Oha, okay. Okay, hier ist aber einiges. There's blood on the floor. Hey, Fußabdrücke. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Ja, wahrscheinlich oder bist du dir sicher? Ja. Also mein Name war auf jeden Fall gerade angezeigt. Okay, welche Fußspuren sind das? Größe 48. Muss Magics Größe sein. Reifenspuren wieder. Wo führen die denn hin? Das ist nicht das richtige Auto. Schade. Wir haben wieder ein paar Pollen in der Luft. Oh. Warte. So jetzt. AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Identifiziert? Aha. Wie gesagt, ich bin immer etwas skeptisch bei dem Regen, dass da Pollen fliegen können. Aber. Ah, sind wieder die Fingerabdrücke, okay.
Ja, wieder Fingerabdrücke. Ja, ja, ja. Ist Jackson, Jackson hier... Jackson ja. Dangerous Person? Ja, immer noch mehr Jack. You don't know Jack. Oh. Wo war der hier? Ist hier? Ein paar blaue Farbspuren. Die gleichen Reifenspuren. Kein Zweifel. Das Auto des Mörders war hier. Ja, ist genau hier umgespült worden. Sonnige Abdrücke auf dem Boden. Stimmt. Können wir aber hier irgendwas noch anderes finden oder müssen wir dafür wieder zu Jack? Schon wieder die Hand, Fingerabdrücke. Noch mal kurz. Ja, okay, Fingerabdrücke Jackson. Wieder von ihm. Kannst du noch mal kurz gucken, da wurde, wo die Autoplane drüber war? Bei dem Auto? Bei dem hier vorne? Kann man nichts machen, wa? Nur ich scanne jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum. Ganz wild und fleißig. Aber bis dato. Nö. Könnten wir mal ins Büro gehen, ob wir da was finden. Ich bin erstaunt, dass der uns hier so rumlaufen lässt. Ja, ich auch. Ist aber schönes Bett da. Wunderbar. So, schön hier. So, was haben wir da? Merry Christmas. Na. Merry Christmas. Träumchen. So, zwei Flaschen. Jackson Neville. Fernseher, Kühlschrank. Er hat alles angegrabbelt. Hier auch sein Eigentum. Warte, was ist das hier? Was? Okay, wahrscheinlich auch wieder die Schuhgröße 46 oder 48. Aber was versteckt er denn hier hinter? Ach, schön. So ein Zufall. Ups. Ja, dreh dich um. Ach. Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Na toll. Hände hoch, du Schwein! Hallo, ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Sehr gut. Waffe schon mal weg. Oh, scheiße, er macht einen Suplex. Fetter Body Slam. Kannst du nichts machen. Gut ausgewichen. Fantastisch. Oh, aha, oh, holla. Ah, schön den Neo gemacht. Oh, schnell zu deiner Waffe, Benny. Schnell! Ja, kein Problem. Aber haben wir in der Hand und. Ja, jetzt zuckst du mal. Jetzt ist hier. Das reicht jetzt, verdammt! Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ich finde, er ist so ein bisschen unglücklich synchronisiert. Der Mann mit dem blauen Auto. Schlagen. So. Du hast mir meine Nase gebrochen. Als nächstes ist ihr Schädel dran. Na los, raus damit. Ich hab keine Angst, Mr. CSI. So tough bist du nicht. Und Schuss in die Wade. Schienbein. Benzin. Ist Ihnen vielleicht kalt, Jack? Die Benzintanks sorgen sicherlich für ein hübsches Feuerwerk. Scheiße, Mann, was mit Schienbein? Ich konnte ihm ein Schienbein brechen. Wir sagen, es war ein Unfall. Ich glaube nicht. Aber oder besser, ich werde das sagen. Denn Sie können ja dann leider nicht mehr reden, nicht wahr, Jack? Du verrückter Wichser, du bist nicht ganz dicht, Mann! Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen Paco. Unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Bleibt vor allem mal sitzen. Alles, was oh nein. Nein, nicht jetzt. Alles, was sie sagen kann und wird,
Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Also ein bisschen. Oh, nicht doch, Alter. Oh, nicht doch. Ich weiß nicht, Benny, wenn wir uns das jetzt reinpfeifen, werden wir auch wieder ohnmächtig. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir uns nicht reinpfeifen. Ich pfeife mir jetzt rein. Ich brauch's. Aber ich wir sind dann doch ohnmächtig geworden. Solange er mit Handschellen ist, ist alles cool. Guck mal, er ist schon gefesselt. Ja, aber wir nehmen das Zeug jetzt nicht mehr, Stevie. Versprochen. Was? Wir nehmen es jetzt nicht mehr, versprochen. Du bist doch süchtig. Du bist doch süchtig, Benny. Süchtig so ein bisschen. Donnerstag, 16.30 Uhr, 93,27 mm Niederschlag. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute? Ja, aber die erste. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Aber glaube ich nicht. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Hast du gedacht, das ist immer noch Cutscene? Meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Aber es sind über 500 Namen. Das bringt gar nichts. 500? Ich hab Hunger. Der Regen sieht richtig cool aus am Fenster. Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Toll. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Okay. Mal kurze Zwischenfrage, Stevie. Wie lange geht denn das Spiel noch? Grob geschätzt? Na, ich müsste bald aufhören. Also heute werden wir es nicht durchkriegen. Irgendwie. Achso, ansonsten würde ich jetzt sagen, würde ich langsam zum Ende kommen. Jetzt ist die Frage, wollen wir das noch hier machen, die Szene? Ja, ich würde sagen, wissen wir jetzt nicht, wie lange jetzt. Ja, mach ruhig, was soll sein. Wir machen jetzt hier ein paar Eier, irgendwie sie duschen. Ich sollte die Rühreier machen. Du Schwein. So, ich dachte, das ist die Küche. Schwein, Alter. Ey, ich hab gedacht, wirklich. Ja, natürlich, Benny, ohne Wertung, alles gut. Da geh ich gleich rein, nachdem ich die Eier aufgesetzt habe. Ja, guck mal, ich hab hier zwei Eier. Was soll denn für Rührei werden, Alter? Lohnt sich doch ja nicht, die Pfanne warm zu machen dafür. Ja, bestimmt mehr als nur zwei. Was, Benny, was? Wer ist das? Rührei, wie viele Eier nimmst du dafür? Gar keins, weil ich gar kein Rührei esse. Deine Frau? I don't know, das macht alles meine Frau. Machst du kein Rührei für deine Frau? Nein. Das ist blöd, wie es klingt. Nein, ich kann's nicht. Deswegen. So, und wie viel ihr an Eiern für euer Rührei nehmt, schreibt's mir bitte unten in die Kommentare. Benutzt ihr Milch? Benutzt ihr keine Milch? Das ist eine gute Frage. Lasst es mich jetzt wissen. Hier unten in den Kommentaren. Benutzt meine Frau Milch? Das ist eine gute Frage. Ja, schreiten sich oben ein bisschen die Geister dran irgendwie, ne? Ohne Milch 5 Eier. Black. Da schreiten sich die Geister dran. 5 Eier ohne Milch. Also ich bin so ein 3-Eier-Rührei-Mann. Ohne Milch. 5 Eier hört sich aber hart an. Also hart viel, finde ich. 5 Eier ist schon eine ganze Menge. Aber Black War, du hast ja auch da so eine halbe Fußballmannschaft zur Versorgung, ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, so um die 2 bis 3. So ein Hauchschnittloch hin. Ja, und wenn ich es mal richtig wissen will, wenn ich es mal richtig krachen lassen will, die Eier mal mir ein bisschen Grana Padano noch mal drin. Grana Padano. Ist schon ein bisschen reingerieben, ein bisschen Hartkäse. Und so. Okay. Sitraume. Kannst du noch ein bisschen Schnittlauch rein und dann. Ach, das sieht aber auch beschissen aus, Alter. Wirklich. Ich will gerade sagen, also, das sieht nicht sehr appetitlich aus. Nee, kein bisschen. Was ist denn das, Alter? Sieht ja aus wie ein zermatscht Apfel.
So, jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Ist der denn schon fertig? Wollen wir mal kurz klopfen gehen? Diese Steuerung! Oh, hoppala! Hallo. Entschuldigung, bitte! Stand hier nur durch den Bademantel geborgt. Ja, ne? Verstehe. Steht Ihnen gut. Steht Ihnen besser als mir. Den möchte ich jetzt sofort wieder haben. So, dann lass dir das mal schmecken. Das sieht fast genießbar aus. Nein, nein. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Was ist denn jetzt mit dem Rührei? Stundenlang stehen wir in der Küche für ein leckeres Scrambled Egg? Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Los, wir finden ihn. Okay. Sag mal, was wollt ihr denn jetzt? So viele Namen können es denn jetzt nicht sein. 500 Leute. So, dass man so eine Katz macht, so irgendwie. Warte mal, ich bring dir noch was zu trinken. Und jetzt gleich der nächste Cut, irgendjemand schläft auf dem Sofa. Das wäre auch geil. Ja, man muss auch nicht mehr reden. Ja, das ist eine tolle Liste. Super, dass du das gefunden hast. Dankeschön. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. 17.13 Uhr. 95,86 mm. Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? John Shepard. Das heißt, wir müssen jetzt John Shepard suchen, oder was? No. Aber hier wird gerade jemand, hier buddelt gerade jemand. Der ist nur so ein Hobbygärtner hier. Der arbeitet hier nicht. Hilfe. Aber ich weiß ja, wo wir ihn finden. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hinten. Danke. Geradeaus. Ein Stück weiter hinten. Ist noch vielleicht ein bisschen präziser? Ein schöner Betrieb hier, Alter. Bill Jones. Also geradeaus. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist. Ein John Shepard. Daryl Allen. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Danke. Schön, wie er so über die Schulter guckt. Hey Scott, wohin gehen Sie? Das Grab von John Shepard muss hier sein. Hat Ihnen niemand gesagt, dass man auf Friedhöfen nicht schreit? Die Toten stört das nicht. Ja, aber vielleicht die Trauernden. Wollte ich gerade sagen. Hat er nicht gerade gesagt... Hä? Hab ich eine falsche Perspektive gehabt, wenn er sagt, geradeaus? Im nächsten Abteil, ja, warte. Also muss ich doch wieder zurück. Eugene Young. Also hier oben, oder wie? War's das? Geben Sie auf? Nee, das muss schon irgendwo da unten sein. Ich hab mich nur mal umgeschaut. Also war auch eine Wegbeschreibung von dem Typen gewesen. Will er mich verarschen? Ja. Kein Laufbursche. Ist doch so ein schöner Spruch. Oftmals frage ich mich irgendwie im Stillen, was mit den Leuten passiert ist, die mich nach dem Weg gefragt haben. Okay, kann ich. Ich will hier rein. Dankeschön. So. Wo ist sie denn überhaupt? Ist sie überhaupt in der Nähe? Okay, hier die Gräber kann ich mir gar nicht angucken. Ich wollte gerade sagen, die kannst du gar nicht anschauen, ne?
Okay, dann bin ich hier auf jeden Fall falsch. Also doch hier vorne? Daryl Allen. Lauf doch. Na, der Busch. Es ist der Busch, Benny. Der Busch. Nein, hat sie ihn gefunden? Sieht nichts aus. Sherry Coleman. Jim Williams. Jim Collins. Children Plot. Okay, also auf jeden Fall hier hinten müssen wir was finden. Ja. Theodore Brown. Cheryl Wright. Ralph Rivera. Rivera. Jacqueline Raquefort. Okay, hier geht's nicht. Hier? Hier noch? Hier ist es. Okay, sie hat es gefunden. Das Elend wurde jetzt abgekürzt. Ich wollte gerade sagen, ja. Okay. Jonas Shepard. Rest in peace. 10 Jahre. Und da war ein Origami-Hund. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Aber es sind keine... Die Blumen sind noch frisch. Euch Ideen. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube